Leute, was geht? Wir reagieren heute wieder auf die Jindawis. Letzte Woche haben wir auch drauf reagiert, aber haben sich hochgeladen, weil es schon ein bisschen zu spät war. Und ihr wisst, wie das Business ist. Man muss immer einer der Ersten sein, um hochzuladen. So. Und wenn man halt andere Videos hat und die vorzieht, dann bleibt immer etwas weg. Deswegen, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Luisas Geburtstag. Letztes Mal war Nadas Geburtstag, jetzt Luisa. Wer will mit mir wetten, dass Nada ihr wieder so 10.000 Rosen geholt hat? Ich gehe jede Wette ein. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Viel Spaß. Hier ist Mila. Happy to you, to you. Happy to you, to you. Happy to you. Hey, hallo Amerika. Heute ist ein besonderer Tag. Luisa hat Geburtstag. In 500 Meter links abbiegen auf. Klingel, 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 klingel. Husch, husch, out, out. Wo war ich stehen geblieben? Luisa hat Geburtstag. Ich habe in den letzten Tagen zu ihr gesagt, Luisa, mir fällt es schwer, auf eine Idee zu kommen. Ich will dir nicht so einen Standardgeburtstag links machen. Links abbiegen auf Klingelhöfer Straße. Okay, danke schön. Aber jetzt hältst du deine Schnauze für 5 Minuten. Ich habe zu Luisa gesagt, dass ich nicht so auf die richtigen Ideen komme. Und ich denke, sie kauft mir das ab. Letzte Woche hatte ich mein Training abgesagt. Gestern Abend habe ich zu ihr gesagt, guck mal, ich habe keine Idee. Mach mir mal meine Trainingssachen für morgen bereit. Ich gehe morgen zum Training. Aber so läuft das nicht, Leute. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich sehr gut. Ich will auch so einen Freund haben wie Nada. Warum bist du nicht wie Nada? Alles ist vorbereitet. Jetzt habe ich erstmal einen Termin. Dann muss ich mich ein bisschen umziehen. Und dann hoffe ich, dass ich für sie den schönsten Tag ihres Lebens wieder machen kann. Weil sie hat es verdient. Sie ist die Mutter von meiner Tochter, die ich über alles liebe. Sie ist mein Perle. Ey, Familie ist wichtig. Heute ist das Motto Familie. Ey, ich möchte auch so einen Freund haben. Adieu. Dankeschön, du falscher Fuffi. Boah, Junge, was für ein mieses Auto, Land. Ja, Mann, was sagt ihr? Da-da-dan, Familia, bella ciao. Scusi, Cousin, scusi. Abo. Jalla, ich bin bereit, ich bin mies bereit. In den Chat. Hey, ich bin von Peaky Blinders, ey. Wenn ihr meine Familie nicht kennt, ich zeig euch die. An der Stelle, ich weiß, ich werde jetzt dafür safe gehatet oder irgendjemand wird mir schreiben, Peaky Blinders noch nie geguckt. Und ich werde es mir auch niemals angucken. Niemals in meinem Leben, habt ihr mich verstanden, Digga? Guckt euch erstmal Power an und dann dürft ihr mit mir weiterreden. Power, 6 Staffeln angucken, danach Ghostbook Staffel 1 und dann Ghostbook Staffel 2. Danach dürft ihr mit mir reden und über Serien diskutieren, okay? Danke. Hier in dem Dorf muss für Recht und Ordnung gesorgt werden. Erste Regel ist Familie. Familie ist das Wichtigste. Deswegen, wer Faxen macht, ich hol Oberhaupt der Familie. Clan Oberhaupt Mila Jindawi. Dann ist Ende. Darauf hat gar keiner Bock, sag ich euch ehrlich. Lende. Ja, Mann. Stellt euch mal vor, ihr müsst einen Kaffee antanzen und Mila sitzt da. Hätte keiner Bock drauf, Bro, sag ich euch ehrlich. Ey, du! Lauf normal. Boah, jetzt eine Zigarre. Ey, Jan, du hast doch gesagt, du rauchst gar nicht. Ja, ich rauch auch nicht. Ab und an mal rauche ich eine Pfeife und in Mexiko, Brudi, da habe ich zum ersten Mal Zigarre geraucht. Das sieht man auch in dem Vlog. Hat der mir so eine Fünferpaket mitgegeben. Digga, ich habe die auf dem Balkon jeden Tag weggehauen. Und das war auch meine letzte Zigarre. Bruder! Vanillegeschmack war wild. Nein, zu rauchen. Hey! Alter! Halt! Halt! Ihr wisst Bescheid und ich bin bereit. Oh, das sind ja Rosen. Jalla, mein Perle, mein Perle. Mein Perle, mein Perle. Berlin ist wie ein Town. In diesem Town bin ich heute der Sheriff. Yo, ich bin der Sheriff. Trage Jeans von Levis. Hey, Luisa ist gerade mit Imani spazieren. Sie hat mir geschrieben, wo sie genau ist. Ich habe ihr gesagt, sie soll genau da bleiben und sich nicht vom Fleck bewegen. Noch ein paar Meter, dann sind wir da. Okay, Leute, ich bin da. Wo ist mein Perle? Ich bin auf ihre Reaktion gespannt, Wanda. Ich bin so auf... Eins in den Chat, wenn Luisa weinen wird. Ihre Reaktion gespannt. Ich bin so aufgeregt. Wo ist mein Perle? Oh mein Gott, Nader. Was hast du an? Ich hab hier was für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Auch so ein.
deinen Ehemann haben. Warum bist du nicht so süß wie Nada? Hey, do you. Happy birthday. Aber wie süß ich weine. Ah, Phyllis, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hey, mein kleiner Perle. Happy birthday to you. Merkt euch eins, Digga. Auf dieser Welt gibt es keine wahre Liebe, außer die Jindois. Hofft nicht auf sowas. Okay? Lasst es sein. Ich liebe dich mehr. Ach, damit habe ich gar nicht gerechnet. Gab es irgendjemanden im Chat, der eine 2 reingeschrieben hat, dass sie nicht weinen wird? Heulen, Lüder, du kannst ja mal heulen. Wir verlieren Abonnenten, das ist unprofessionell. Sei mal ehrlich, wie sehe ich aus? Wie der Sheriff von dieser Stadt. Was ist los? Warum hast du kurze Hosen an, Mann? Ich bin der Sheriff. Ey, okay, jetzt kommt erstmal Imani rein. Ja, Bobby! Jetzt war bei uns überrascht, ja! Ja, Bobby! Maschallah! Bobby, freust du dich, ja, Bobby, ja? Guck mal, wie süß! Unser kleiner. So, hier darf man ruhig einen süß reinsehen, okay? Na, Pilz! Ja, Baba! Oh. Wow! Bro, wie geht's da? Was soll das? Was für Feini? Benimm dich, Bruder! Wow! Ich hab ein Geschenk für dich. Okay! Wow, wie schön verpackt! Ja, natürlich. Hast du das selber verpackt? Aber voll schön. Hatte damals immer so schwanger im Auto, jetzt einfach noch ein Baby. Es wird Zeit für ein zweites Kind, Digga, sag ich euch ehrlich. Ja, hab ich selber verpackt, sieht man doch. Okay, aber wir machen das jetzt auch. Ist das eine Rolex? Chat, Rolex? Ich weiß. Ist das eine Uhr, oder? Das, was du dir gewünscht hast. Das ist Armband, oder? Armband, okay. Dieses schwarze. Luisa ist zu Hause, der Plan ist jetzt... Was war das denn jetzt? So, Wallah, ich weiß nicht, was Mila ihr schenken wird, aber Mila ist auch einkaufen gegangen. Und jetzt gehe ich Mila abholen. Ich bin gespannt, was sie geholt hat. Yanda. Cartier, Armand, okay. Schu, Mila. Cartier, Armand, 10.000. Aywa, mashallah. Ich bin so gespannt, was du ihr schenken wirst. Ey, das Ding hat ein Radio! Hey, so, Leute, wir sind da! Wir haben eine Piñata geholt. Piñata! Der hat mein Gehirn getriggert. Wo ist das? Piñata! Aus irgendeinem Film oder keine Ahnung, den ich mir bestimmt 80.000 Mal angeguckt habe, weil ich hatte so DVDs damals so gebrannt und hab mir wieder mal vom Schlafen her angeguckt. Piñata! Hier kommen jetzt die... Naja, ich bin 24, ja, ist okay. Süßigkeiten rein, die Luisa mag. Luisa! Die Kerze geht... Boah, Fun Fact, ich wusste gar nicht, dass sie 22 ist. Ich dachte, sie wäre so alt wie Nader. Scheiße, die Kerze ist ausgegangen. Was ist das für ein Mensch? Lack, bist du K*** oder was? Komm, wir gehen wieder weg. Wir probieren jetzt die Iowa-Nitro-Kerze. Einfach Fortnite-Lama. Das ist eine Piñata, Digga. Okay. Orange, mein Bester. Dankeschön für dein Resub. Mach die. Ja, er ist Twitch-Streamer. Ja, ich muss ihn beantworten, dies, das, die anderen so, weil ihr so random seid. Aber er ist so Streamer, das gehört sich einfach so unter Kollegen, ist doch. Yo! Das war Spaß, Chat. Ihr wisst, ich lese immer nach der Reaktion, aber ihr wisst doch, er kam gerade rein, dies, das, sonst Eib. Wir wollen auch kein Eib machen. Bravo! Bravo! Ey, wie geht's aus? Ey, was ist das für ein Ding? Ey, einmal Applaus bitte! Aber wie machen wir das mit der Piñata? Bestimmt will ich seine Schlüssel länger haben. Okay, ich hör auf, das war Spaß, Mann. Aber es war Spaß, okay? Siehst du was? Piñata! Yeah.
Junge, was war das für ein Uppercut, Mann? Warte mal kurz. Guck mal, wie der aus der Hölle kam. Bitte nochmal. Geil. Walla, die triggern. Walla, Bruder, was ist das für ein Beats? Ey, wa. Was ist das? Ein Geschenk habe ich dir noch nicht gegeben. Noch ein Geschenk, hört auf, hallo! Also in den Chat, wenn sie gleich weinen wird. Das ist nicht das. Das ist nicht das. Sind das nicht, bin ich lost? Sind das nicht diese, Allah Allah. Ich muss deine Koffer packen, weil wir am Samstag nach Spanien fliegen. Nach Spanien? Sind die in Spanien? Du bist der beste Mensch in meinem Leben. Mach die Kamera weg, Mann. Doch, ich will das so sagen. Du bist der beste Mensch in meinem Leben. Ja, das wollte ich sagen. Da wurde ich ja sogar fast emotional. Meine Damen und Herren, sehr schönes Video. Ein dickes Like geht nicht für das Geweine, sondern für den Uppercut. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere neue Videos reagieren sollen, gebt es mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sind raus. Passt auf euch auf, wir sehen uns morgen wieder. Okay, tschüss.